Guys, das sind so einige der nicht alle, aber die wichtigsten Supplements, die ich jeden Tag so nehme. Das hat folgenden guten positiven Effekt, dass ich einfach mit weniger Schlaf, erstmal schlafe ich viel besser. Zweitens, mit weniger Schlaf bin ich trotzdem fitter, habe mehr Zeit, um einfach wichtige Dinge zu tun, wie zum Beispiel an meinem Business zu arbeiten, an meinem Coaching-Programm und so weiter. Falls du Interesse hast, einfach checken, Klein Marketing Akademie. Und ja, das ist hier Bikomplex, also für die schmecken sehr, sehr schlecht. Also man muss sie auf jeden Fall runterschlucken, auf gar keinen Fall zerkauen. Die sind, sag mal, für hohe Leistungsfähigkeit. Einmal am Tag. Dann Vitamin E, gut für die Haut. Man sieht es überall, ne? Also Haut, wer hat keine Probleme mit der Haut? Heutzutage mit der ganzen Umweltverschmutzung, der ganze Dreck, der in der Luft ist und in der Umwelt, die ganze Chemie, ja, sehr wichtig. Die kann man auch zerkauen, weil dieses ewige Geschlucke ist dann irgendwann auch mal zu viel, ja. Wenn du irgendwie 15 verschiedene Vitamine hast jeden Tag. Und die kannst du zerkauen, aber auch, was da sehr gut funktioniert, einfach in den Smoothie rein machen, ja. Super. C, 1000 Milligramm, wieder Vitamin C. Macht dich extremst fokussiert. Also wirklich, kriegst du für 14 Euro oder sowas, reicht ewig, ja, auf Amazon. B12 ist nochmal, quasi nochmal ein B-Vitamin, super wichtig für. Das besteht letztendlich aus, rote Beete. Na, die sind also so rot, also nicht zerkauen, weil dann kriegst du also komplett rote Zähne. Verfärben sich deine Zähne sehr stark, aber du kannst sie in einem Smoothie sehr gut reintun oder auch schlucken einfach, sind sehr klein. Rote Beete für Leistungsperformance. Ich habe früher immer, noch vor dem Lockdown, bin ich immer Dean und David, einmal am Tag zum Dean und David und rote Beete mit Karotten, frisch gepresstem Karottensaft und ein bisschen Olivenöl und so weiter. Das heißt, wenn du das in einen Smoothie reintust, auch Olivenöl dazugeben. Hier noch wichtiger, das ist quasi Carotin, ja. Super wichtig für die Sehkraft. Also wenn du den ganzen Tag am Computer arbeitest oder wie wir alle halt letztendlich am Computer arbeiten, das hier jeden Tag einnehmen. Kann man auch in Smoothie reintun und am besten immer mit Olivenöl. Also das hier ist das Wichtigste. Also die Vitamine spalten und entfalten sich nur und haben nur eine Wirkung, wenn du mit Öl, am besten Olivenöl oder Leinenöl, das eben kombinierst. Dann hier Magnesium. Die meisten unterschätzen komplett Magnesium. Und nehmen Magnesium nur, wenn sie viel Sport gemacht haben. Aber Magnesium ist zum Beispiel auch sehr gut zum besser schlafen. Ja. Ich bin kein Ernährungsexperte. Ich sage euch einfach nur, das sind die Dinge, die mir weiterhelfen. Ja. Und ich habe das Ganze natürlich auch von irgendwelchen Coachings und so weiter gelernt. Das heißt, man bildet sich an allen möglichen Dingen ständig weiter. Und das hier ist zum Beispiel das Magnesiumglycinat, wo man eben, auch wenn man eine höhere Dosis nimmt, keine Kopfschmerzen davon bekommt. Also das hier wichtig, das Richtige auch kaufen. Ja, also nicht irgendwie irgendwas und nicht das Allergünstigste immer, nicht immer das Richtige. Also das sind soweit die wichtigsten. Dann gibt es noch ein paar andere. Und also ich habe noch 14 verschiedene Eiweiße, die ich ab und zu mal nehme, also nicht zu viel, ne? Aber diese Dinge hier nehme ich täglich und es hat mich sehr we viel weitergebracht. Weniger Zucker, fast weniger Brot, weniger Fleisch, weniger Fisch, also weniger diese schweren Sachen generell. Ich esse gar keine Nudeln mehr. Also Nudeln, die ziehe ich einfach nur komplett runter. Da brauche ich erst mal eine Stunde Schlaf. Ja. Wenn ich eine fette Nudelpasta gegessen habe, ich habe früher, ich war absoluter Liebhaber von Italien und italienischen Gerichten, Pizza, Nudeln, Pasta. Ja, Pizza, Pasta, Pizza, Pasta. Ich war 2 Jahre in Italien. Den ganzen Tag nur Pizza, Pasta. Und ich habe aber am Tag, und ich weiß jetzt auch, warum die Italiener und die Spanier am Tag 2 Stunden lang schlafen, weil sie einfach so viel Dreck fressen. Ja, und das muss man echt so sagen, wo du teilweise im Restaurant für eine Pasta 20 Euro zahlst, die letztendlich im Herstellungswert 50 Cent war. Und zudem auch noch einfach Dreck ist, was dich quasi nur runterzieht, deinen ganzen Körper, deine ganze Verdauung. Dieses ganze Getreide, also es ist einfach nur ein rein zusammengemanschtes Getreide, ja, und es gibt ja kaum irgendwelche Nährwerte und gar nichts. Und lieber auf Gemüse und leichte Sachen, Supplements, die richtigen Supplements
Und dann bist du auch topfit und dann kannst du auch am Tag deine 12 Stunden arbeiten, ohne dass du dabei irgendwie Burnout gefährdet bist. Ja? Also, mein Tipp für dich, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, und schau mal bei hier irgendwo vorbei. Ja? Ciao, ciao. Daumen hoch.